Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Ja, das war eine schöne Einleitung. Mit Kleber eingeschmiertes Stück, Leder, morsche Bretter, blaue Blüten, eine Feder, ein Pompom, rotes Pulver, ein weißer Pilz, eine gelbe Farbe und ein reißfester Faden gehören in unser Inventar sowie eine Landkarte. Wir haben zuletzt der verschmähten Jungfrau geholfen, die jetzt einen Brief bekommen hat, der aber eigentlich ja von uns war. Haha, den hatten wir voll gefaked und so. Und sie hat natürlich geschluckt, die doofe Geisterfrau. Wir können die Urnen betrachten. Das sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Hey, hey. Eine seltsame Urne. Sie ist geformt wie der nackte Oberkörper eines muskulösen Mannes. Er posiert. Etwas sagt mir, darin sind die Überreste eines Vorfahrens des Pink Crusade-Paladins da draußen. Aber ich fasse ihn nicht an, wenn es nicht sein muss. Aber ich denke, das wird sein müssen, weil irgendwie müssen wir mit dem ja auch mal zurechtkommen. Wir müssen ja irgendwie diesen Fluch aufheben. Eine seltsame Urne. Sie ist etwas, sagt mir, darin sind die Überreste eines Vorfahrens. Was können wir denn mal machen, damit wir das anfassen dürfen wollen? Wie auch immer, müssen wir dann nochmal mit ihm über die Urne schnacken? Ich gehe mal raus zu ihm. Vielleicht sagt er ja was dazu. Hey, pinker Paladin. Hallo, Prinzessin. Hallo, Prinzessin, sagt er auch immer. Das finde ich gut. Ja. So, kann ich den Zombie-Kopf mitnehmen? Ich darf den Kopf des Zombies wohl nicht mitnehmen, oder? Aber natürlich nicht. Er ist eine hart umkämpfte Trophäe. Über eine Viertelstunde habe ich auf das Vieh eingeschlagen, bis ich es endlich besiegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Schweig! Ich habe Schaden an dir gemacht. Viel Schaden. Schaden. Damage. Ja, ich muss dann weiter, oder nicht? Wegen deiner... Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... Spuckt er wieder mal auf den Boden. Und mich etwas an. Ich muss los. Können wir denn mal machen? Müssen wir auch ins Orklager oder... Ich weiß nicht... Oder wir müssen mit ihm da drinnen mal reden. Fresse. Was haben wir denn hier überhaupt nochmal? Wir können mit ihm schnacken, können da rein, aber nicht einfach so. Und wir können irgendwas pressen. Ich gehe nochmal wieder zurück. Ich glaube, wir sind hier noch nicht richtig. Gehe eher nochmal in die Gruft und schnack mal hier mit dem... Und das Grab können wir vielleicht auch nochmal angucken. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Nichts Besonderes. Irgendwas Besonderes. Hey, Chef! Ah, der Lebende. Der Lebende. Wie war das nochmal mit dem Helm aus dem Kriegerset? Wer hat den doch gleich? Ein ganz schwacher Versuch. Okay, okay. Ich sorge dafür, dass du das Ding loswirst. Aber dann hilfst du mir auch weiter, ja? So ist es. Vergiss nicht, der Paladin muss mir verzeihen. Ja. Auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Mach's gut. Dann möchte er vielleicht, der Gulliver, was dazu sagen. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Kriegerset, Herz, Lunge, ja. Wo soll ich denn hier? Du könntest mir deins geben. Super. Ja, ich weiß. Quatsch. Wofür? Wozu? Und wozu? In den... Ja. Du bist in meiner Konstruktions... Du meinst die Konfekt... Ich habe... überspringe das mal. Das hatten wir nämlich ich schon. Lass dich. Und ich dachte, er gibt vielleicht nochmal irgendwie einen Hinweis oder so. Hier ist ja aber auch nichts mehr zum Einsammeln. Echt, mit dem Grab ist nichts los? Außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Warum denn nicht? Ein Grab. Davon... Von außen... Dann gehe ich jetzt runter. Irgendwas muss damit den blöden Urnen auf sich haben. Oder was anderes. Hier die Tränenpfütze. Brauchen wir die nicht? In dieser Vertiefung hat sich eine kleine Tränenpfütze gebildet. Seltsam. Meinen Berechnungen... In dieser Vertiefung hat sich... Okay. Können wir das mit einem Pompom aufsaugen? Das... Wäre eklig, aber... Tränen, was sollen wir denn mit den Tränen? Wer braucht denn hier Tränen am Boden? Ach hier, Pulver mit der Flüssigkeit vermischen.
Das ist ekelhaft, aber wir machen es einfach mal. Na gut, ich kippe das Pulver an den Rand des Tränensees. Warum auch immer. Noch ein wenig umrühren. Ekelig. Und schon haben wir eine dickflüssige rote Farbe. Warum mit den Tränen? Okay, jetzt haben wir einfach mal die rote Farbe uns gekleckert. Gut, was haben wir hier noch? Halt die Uhren. Die sind doch irgendwie wichtig. Eine seltsame Urne. Etwas sagt mir, darin sind die Überreste eines Vorfahrens des Pink Crusade Paladins da draußen. Aber ich fasse sie nicht an, wenn es nicht sein muss. Ich muss das doch. Eine seltsame... Etwas... Eine seltsame... Etwas... Irgendwie müssen wir wohl nochmal mit ihm reden oder so. Oder was anderes. Die ganzen Farben. Oder einfach da wie heißt das nochmal? Bei ihm da oben. Tipi, genau. Ins Tipi. Vielleicht haben wir hier auch noch nicht alles gemacht. Hier gibt es nämlich auch noch was. Da haben wir Federschmuck, Lagerfeuer. Hier haben wir ein Metallgefäß. Ein Kupfernapf. Keine Ahnung, wozu der gut ist. Können wir den mitnehmen? Ja, das ist gut. Hey, Häuptling, wenn ich das Ding hier mitnehmen darf, stell mal kurz vor dich hin. Ja, wir nehmen einfach alles mit. Danke. Ja, der ist irgendwie total abwesend. Ah, und jetzt können wir den Blasebalg auch nehmen. Entschuldigung, der Blasebalg hier, kann ich den haben? Er sagt auch nichts, oder? Der ist kaputt. Achso, der ist kaputt. Kann ich ihn trotzdem haben? Was bekomme ich dafür? Gar nichts, der ist kaputt. Du sprichst weise. Endlich mal jemand, der das erkennt. Genau. Du sprichst weise. Er ist tatsächlich kaputt. Hier ist ein großes Loch im Luftsack. Ja, das kriegen wir doch repariert, oder? Mit dem Pompom. Oder mit der Feder. Oder mit. Hier mit dem Klebstoff. Wir haben doch irgendwo. Oder das Leder? Das Leder. Das sollte funktionieren. Ich benutze das Stück Leder, um das Loch am Luftsack abzudichten. Endlich mal hier was Perfekt. Zu tun. Der Blasebalg ist wieder funktionstüchtig. Ja, yeah. Intakter Blasebalg. Immer noch hässlich. Ja. Wenn er das sagt. Die Kohlen glühen nur noch. Aber die Hitze ist enorm. Können wir den so richtig hier... Dann geht er vielleicht raus. Ist das so das, was wir formen, damit wir irgendwie in die Kiste oder so kommen? Komm, wir geben mal Stoff hier. Oder nee, können wir nicht. Der reparierte Blasebalg ist so gut wie neu. Okay. Na gut. Aber er will ihn nicht benutzen. Warum nicht? Was müssen wir machen? Müssen wir da... Wir müssen bestimmt noch hier morsche Blätter drauf tun. Nee, die sind nicht trocken genug. Können wir die trocknen? Mit irgendwie... die sollen da bestimmt drauf. Aber komisch, dass er auch dann nicht sagt, ja, die wären gut, wenn sie nicht nass sind oder irgendwie so. Aber morsch heißt ja nicht, dass sie nicht brennen oder doch oder... schließe den Topf. Das wäre vielleicht eine Idee. Zack. So, jetzt vielleicht? Betrachte das Lagerfeuer. Die Kohlen glühen nur noch. Die Hitze ist enorm. Irgendwas müssen wir doch hier machen. Müssen wir da vielleicht was reintun? Die Pilze. Oder was anderes. Gelbe Farbe. Eisfester Faden. Vielleicht müssen wir auch was zermörsern erstmal oder so. Leerer Napf. Wer braucht denn einen leeren Napf? Können wir in den leeren Napf was reintun? Quatsch mal mit dem Tauren. Ich höre dich. Ich höre dich. Wie kann man einen Paladin dazu bringen, gegen seinen Willen jemanden zu verzeihen? Da ist so ein Paladin und eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen und nicht erzwungen werden. Es könnte zu Blutvergießen kommen, wenn wir nicht eingreifen. Der Paladin isst gerne Rinderhack. Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat, doch der Paladin will nicht hören. Aber wenn der Paladin nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden? Keine Chance.
Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Voodoo? Alles fauler Zauber. Nein. Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als Erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladin, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? So sei es. Sehr lustig. Bei drei Sachen weiß ich schon, wo ich sie her bzw. schon habe. Wie war das nochmal mit dem Trank des Schlafwandels? Ich habe hier etwas von der Kleidung des Paladins, zumindest in der Art. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier. So etwas zieht ihr Menschen an? Einige, wenige, fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. Cool. Das war's schon? Ich muss mal... Viel Glück auf deinen Reisen. Das Gras wird immer grün sein. Hey, wir haben eine Aufgabe bekommen. Also so wird's gehen und er spuckt doch hier immer hin. Komm, wir packen das ekelhafte Napf hin. Ich wusste, dass das geht. Und dann spuckt er doch da immer rein. Denn das Napf brauchen wir auch. Der eklige Typ. Wenn wir ihn sauer machen, dann spuckt er ja auch. Vielleicht müssen wir ihn noch richtig sauer machen. Ja, bitte. Ein Spucknapf. Zu reizend. Ja, nett, ne? Spuck mal rein. Hallo, Prinzessin. Ja? Ja. Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Spliss. Bitte lass es nicht Spliss sein! Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Oh. Warum machen wir das jetzt, damit er spuckt? Ja, so geht's. Nee, wegen der Haare. Wir brauchen doch noch... Nee, doch, wir brauchen... Brauchen wir nicht seine Haare auch? Oder... Nee. Ja, ich kann ich den Kamm mal sehen, doch. Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Ja, wieso? Oh, oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss! Bitte nicht Spliss! Der Spliss-Kamm. Schlimmer. Siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein, ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. An einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, er soll mir nichts tun. Also gut, ich steck ihn ein. Bösartiger Kamm. Danke. Oh, danke. So ein Blödsinn. Am Kamm des Paladins hängen einige seiner Haare. Splissfrei. Ist das Spliss? Können wir das Napf schon nehmen? Ist da jetzt Spucke drin? Der Napf aus dem Taurentippi. Unbenutzt. Oh Mensch, wir müssen ihn doch irgendwie mal sauer machen. Mit Esther reden, macht ihn das sauer und dann spuckt er wieder. Hallo. Hallo. Huhu. Ich wollte nur... Ey! Keine Gespräche mit der Gefangenen, habe ich gesagt. Oh. Nee, das war's nicht. Dann müssen wir ihn irgendwie anders dazu bringen. Hallo, Prinzessin. So. Warum spuckst du jedes Mal, wenn wir über den Zombie reden? Allein seine Erwähnung lässt meine Galle steigen. Wessen Erwähnung? Die des Zombies. Nur beim Wort Zombie oder auch bei anderen? Nein, nur bei Zombie. Und wenn ich es sage? Was? Zombie. Dann nicht. Also müssen wir ihn dazu bringen, dass er das sagt. Ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Welches Wesen hast du von allen am meisten? Ich kenne einen tollen Zungenbrecher. Welches Wesen auf dieser Welt hast du am meisten? Nacktmulle. Und dann? Zombies.
Wunderbar. Kannst du mir bei meinem Kreuzworträtsel helfen? Gesucht wird ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Zombie. Hm? Was? Zombie. Bambi? Aber Bambi hat nur 5 Buchstaben und ist gar nicht... Zombie. Bist du blöd? Ja. Ich wette, diesen Zungenbrecher bekommst du nicht hin. 12 Zombies zwitschern, zöllige Zombie-Zoten zum zwischenzeitlichen Zombie. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sag mal Zombie. Zombie. Jetzt reicht's aber an Rotz. Danke. Das reicht. Genug von Zombies. Das ist echt eklig. Finde ich auch. Ich muss los. Männerkram machen. So, ist jetzt ekelhaft voll genug? Ich meine, wie viel Spucke will er denn? Am Boden hat sich ein kleiner Spuckesee gebildet. Das sollte reichen. Bäh. Ekliges Spucknapp. So, das bringen wir jetzt alles natürlich schön ins Tipi zum Tauren. Quatsch ihn mal an. Und sagte das auch schon so. Ich höre dich. Ich höre dich. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Die riechen komisch, aber das wird reichen. Er kann aber gut riechen, wenn er 8 Haare riechen kann. Wie war das nochmal mit dem Trank des Schlafwandels? So, ja. Was brauche ich nochmal für eine Wut? Achso, wir brauchen das aus der Grabkammer, ne? Bis dann. Ja, dann müssen wir da auch nochmal jetzt eben hin. Warum Grabkammer? Weil da natürlich das von seinen Ahnen da ist, oder was? Jetzt können wir da nämlich auch ran. Jetzt hat es nämlich auch einen Sinn. Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Ja. Opa muss Raucher gewesen sein. Okay, cool. Haben wir. Wir kommen voran. Das finde ich gut. Ab ins Tipi wieder. Der Taure freut sich. Wir haben nämlich jetzt auch die... Was steht da? Asche des Paladin-Vorfahren. Okay. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt jetzt zurück. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mit seiner McDonald's-Tüte. Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken. Paladin-Spucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Boah, eklig. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. Oh, eklig. Ja, das haben wir gemacht. Dann gehen wir jetzt mal raus und geben ihm den Rest. Wir müssen ihn ja nur irgendwie dazu bringen. Ich habe hier den leckersten Trank der Welt. Hast du zufällig Durst? Was ist das für ein Trank? Ein neu entwickelter Mana-Trank. Ja? Was ist so neu an ihm? Er füllt nicht nur dein Mana auf, sondern auch deine Lebensenergie. Er hat eine stark aphrodisierende Wirkung. Er hat 0 Kalorien. Das ist doch super. Es ist ein Diät-Mana-Trank mit absolut 0 Kalorien. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Es geht ja fast nicht so auf die Hüften wie Mana-Tränke. Hab ich mir gedacht. Viel zu süß. Und dann wird man ständig genötigt, einen großen zu nehmen, obwohl man eigentlich nur einen kleinen bräuchte.
Und genau aus diesem Grund wurde dieser neue Mana-Trank entwickelt. Wie heißt der? Mana-Trank Light. TM. Mana Max. Was steht da? ISO Sportdrink mit Extra O2 TM. M4 Mama mag das Mana Mysterium. Nee. Ich würde sagen Mana-Trank Light. Das wirst du nicht glauben. Mana-Trank Light. Wow! Da erkennt man schon am Namen, dass er nicht viele Kalorien hat. Also schön, gib her. Voll cool, hat geklappt. Willst du ihn nicht trinken? Wieso? Ich habe schon seit Tagen nicht mehr gezaubert. Ich habe volles Mana. Kannst du mir vielleicht ein paar Stärkungszauber verpassen? Ich dachte mir, jetzt, wo ich dir den neuen Mana-Trank geschenkt habe, könntest du mir vielleicht ein paar Stärkungs- und Schutzzauber verpassen? Buffs? Och nö. Ich hasse diese ständige Gebuffe. Na komm schon. Du kannst dann ja auch gleich deinen neuen Mana-Trank ausprobieren. Ist doch ganz egal. 0 Kalorien. Ach, also gut. Welche Buffs willst du? Ja, her mit den Buffs. SDR, SDK, SDW? Sowas kann ich nicht. Ach, was soll's. Ich gebe dir einfach alle. Geil. Wir wurden gebufft. Ach, schrecklich. Danke für die Buffs. Kein Problem. Ich spüre schon, wie... Wie? Er anfängt zu schlafen. Beide. Wow. Unheimlich. Ich bin er. Das ist abgefahren. Das ist echt abgefahren. Und das erste Mal, dass ich ein Kleid trage. Gar nicht so schlecht. Aber gut, keine Zeit zu verlieren. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung des Tranks anhält. Und ich habe noch eine Entschuldigung zu akzeptieren. Ja, auf jeden Fall. Können wir jetzt hier eigentlich irgendwas angucken, was vorhin nicht ging? Seht ihn euch an. Selbstgefällig, skrupellos und glänzend. Tada! Wir leben in einer Zeit, in der Kopfbedeckungen die Regeln aufstellen können. Ach, ist das spannend. Wir gehen natürlich rein im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Oh Gott, wir sind jetzt eher... Ob er ihn umzieht? Ob er einfach mal seine Klamotten ändert? Nee, glaube ich nicht. Er will die Entschuldigung holen und Modezeitschriften. Mehrere Modezeitschriften. Paladins Health, Debuffed. Debuffed. Platte und Rock. Hammer, episch ist nicht gleich schick. Episch ist die nicht gleich schick. Die Waffenröcke der Saison und Lipgloss für Anfänger. Ach, schön. Ach, ich mag das Spiel, ne? Hat so viele lustige Anspielungen. Im nächsten Part freuen wir uns weiter über die lustigen Anspielungen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann!